Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Sir? Ihr habt ab sofort einen Papa. Er wartet auf euch in Rabat, Marokko, Hotel d'Alger. Dr. David Sullivan, er ist als englischer Tourist getarnt und transportiert Papiere in geheimer Mission von Rabat nach Genf. Papiere der äußersten Geheimhaltungsstufe. Heute ist der 10. Dr. Sullivan darf Rabat nicht vor dem 14. verlassen. Seine beiden Töchter begleiten ihn auf seiner Reise. Sie schirmen ihn ab und haften Europol für seine Sicherheit und die Durchführung der oben genannten Bedingungen. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, ja, bin ich nicht befugt, sie zu beantworten. Hallo. Hallo, Conny. Nein, mein Liebling. Da bist du ja endlich wieder. Meine Piggy auch, mein süßes, kleines Marzipan-Schweinchen ist auch wieder da. Wie gut die aber auch aussehen. Hallo, Papa. Hallo, Papa. Ich wusste gar nicht, dass es in Nordafrika so feucht ist. Wenn ihr wüsstet, wie sehnsüchtig ich auf euch gewartet habe. Und uns gesagt, Hassan spielt nicht gut. Wenn ihr eurem Vater eine große Freude machen wollt, dann spielen wir zuallererst eine schöne Partie. Oder vielleicht zwei oder drei. Teilt schon mal die Steine aus. Ich sehe nur flugs nach euren Sachen. Ihr wohnt natürlich oben. Der hat eine echte Meise, hm? Ist das märchenhaft. Paradiesisch schön. Wie ein Traum. Ich hätte nie gedacht, dass ich das je erleben würde. Nein. Diese Gerüche. Die Situation ist ernst, begreift das doch. Der Irre schleppt Geheimpapiere in der Weltgeschichte rum und wir haben keinen Schimmer, was das für ein Zeug ist, noch wo es hat. Und wer womöglich noch scharf drauf ist. Wir sitzen da und starren wie Lotstöchter auf ihren sündigen Vater. Da hilft nur noch nackte Gewalt. Freiwillig kriegen wir den hier nicht raus. Ich hab's. Wie sagt schon der Volksmund? Halb besoffenes, rausgeschmissenes Geld. Hey, Meister, kommen Sie mal her. Wir müssen wirklich nach Hause. Jetzt bringen Sie unserem alten Herrn eine satte Großhandelsdose. Dann wollen wir doch mal sehen, ob der nicht handlich transportabel wird. Komm, Papa, lass mal los. Schön ziehen. Brav. Ach, guck mal, wie es gerade der Papa. Oh.
Jedenfalls braucht Papa bis mittags, ehe er halbwegs wieder ein Mensch ist. Ich möchte sowieso wissen, wer sich den als Geheimkurier ausgesucht hat. Der ist so eine ganze Nummer zu klein für so einen Auftrag. Lass uns Kaffee trinken. Ja, den kann ich gebrauchen. Ja, meine Herzblättchen sind auch schon munter. Wie geht es dir, Papa? Wie sollte es einem Vater nicht gut gehen, der solche Töchter hat? So schön, so tapfer, so liebvoll, so klug. Jetzt lasst es euch erst mal gut schmecken. Denn danach fängt der Dienst wieder an. Na ja. Also Lot, und seine Töchter. Wie heißt das im Volksmund? Halb besoffenes, weggeschmissen Geld. Sag mal, du hast gestern Abend alles mitgekriegt? Langsam wirst du mir echt unheimlich, Papa. Unheimlich? Was soll denn an eurem einfältigen alten Vater schon unheimlich sein? Vater hin, Vater her. Ich finde es an der Zeit, dass wir mal tachlos miteinander reden. Dein Auftrag ist zu risikoreich, als dass du dir weiter solche Ausrutscher leisten kannst wie gestern Abend. Ich pflichte dir durchaus bei, mein Kleines. Wenn du nämlich so weitermachst, könnte ich auf den Gedanken kommen, Europol Meldung über dein Verhalten zu machen. Das würde ich dir allerdings nicht raten, mein übereifriges Kind. Ach, hört doch auf zu streiten. Wir sind doch schließlich ein Verein. Ja, was für einer. Sag mal, Papa, hast du eine Ahnung, warum wir Order haben, nicht vor übermorgen aus Rabat abzureisen? Nein. Dabei, wenn wir heute fahren dürften, könnte ich doch so schön morgen in Marrakesch den letzten Tag der Weltmeisterschaften miterleben. Was denn für Weltmeisterschaften? Ja, im Domino natürlich, mein kleines Dummerchen. Was denn, gibt's da auch Weltmeisterschaften? Natürlich nicht. Ah, mein kleines Schäfchen ist immer noch böse mit mir und will mir gar kein Wort mehr glauben. Aber es hat alles seinen Sinn. Seht mal her. Damit ihr wieder Zutrauen zu eurem alten Daddy fasst. Seht ihn euch genau an. Es ist etwas Besonderes daran. Schaut, ob ihr es herausfindet. Ich bin gleich wieder zurück. Wo willst du hin? In der Stadt Flux ein kleines Souvenir besorgen. Für Mami. Du, sieh dir das mal an. Auf dem Auge der kleine Fleck. Sieht aus wie aufgeklebt. Eine Portion Fliegenschiss, wenn du mich fragst. Könnte auch ein Mikropunkt sein. Aber mein Herzblatt, aus unserem Auftrag sollten wir die hiesige Polizei tunlichst heraushalten. Und was hast du vor? Ich werfe diese beiden Burschen flugs hinaus. Hier die Gage. Gut gemacht, Desperado. Noch einmal, meine Liebheit.
euch verdrängt, dass eure Daddy euch für die glückliche und wundersame Rettung aus höchster Not bewegt zu danken. Ach, den Stein, mein Girlkind. Ach so, ist ein Mikropunkt drauf, nicht? Hm. Er enthält die geheime Information für die Europäische Ölkonferenz in Genf. Ihr beiden dürft auf keinen Fall vom Inhalt des Mikropunktes Kenntnis nehmen. Niemals unter keinen Umständen, was auch immer passiert, verstanden? Verstanden. Nie und nimmer. Verstanden. Ihr XAS 1219. Wer ist denn da? Europol, Sir. Hm? Oh, danke, ja. Und wie schlagen sich die Töchter? Nur zufriedenstellend? Naja, zufriedenstellend. Ja, ja, zufriedenstellend. Gestern Abend haben wir Papa echt unter den Tisch gesoffen. Ja, ich merk's. Papa ist am Morgen abgereist. Was? Wohin? Mein kleiner Hassan hat schon ganz früh das Gepäck zum Flugplatz gebracht. Jetzt ist er doch vor dem 14. abgereist. Dieser hinterlistige Komiker. Jetzt habe ich aber endgültig genug von seinen Mätzchen. Wir fliegen sofort nach Marrakesch. Warum denn nach Marrakesch? Weltmeisterschaften im Domino. Ich denke, die gibt's überhaupt nicht. Vielleicht veranstaltet er die selber. Ich weiß ein großes Geheimnis von Papa. Du weißt was von Papa? Was denn? Papa ist nicht Papa. So? Wer soll er denn sein? Unser Vater ist er. Also gut, Knabe, was ist er dann? XAS 1219. XAS 1219? Hört sich nach dem geheimen Personalcode von Europol an. Das werden wir gleich haben. Na? Groß genug? Gib mir mal die Lupe. Hier. XAM, XAN, XAU. Hier. XAS 1219. Chefkommissar Salvin. Europol-Zentrale Brüssel. Da soll sich ein Reim drauf machen, wer will. Papa ist Papa und Auftrag ist Auftrag. Also nichts für hinterher. Na komm. Sylvain, das Schwein. Das ist die Stunde meiner Rache. Bleib sitzen. Den finden wir schon wieder. Komm, spiel weiter. Glaubst du, er hat ein Kreuzchen an sein Hotel gemacht? Hier wohne ich, euch liebender Papa. Wenn er sich überhaupt in Marrakesch rumtreibt. Schließlich müssen wir auch irgendwo wohnen, oder willst du auf dem Campingplatz zelten? Hier, schau mal. Hotel Domino. HB muss Papa. Ich möchte bloß wissen, was das ganze Theater bedeuten soll. Die Wege von Europol sind manchmal wunderbar. Jetzt lass dir auf keinen Fall anmerken, dass wir ihm auf die Schliche gekommen sind. Ah, meine Herzblättchen. Da seid ihr ja wieder. Ich weiß, ich weiß. Ich gelobe Besserung. Ich bin nun einmal ein furchtbar launenhafter Mensch. Die Wechseljahre ist bekannt. Ich wollte doch so gerne den letzten Tag der Weltmeisterschaften hier miterleben. Dabei stellt euch das vor, finden jetzt überhaupt gar keine statt. Da hat mich mein Gedächtnis wohl arg im Stich gelassen.
Dafür lassen wir dich jetzt garantiert nicht mehr im Stich, lieber Papa. Und jetzt wollen wir flugs wieder eine harmonische Familie werden. Wie vorher. Und eine schöne Partie spielen. Und für heute Abend lädt euch euer Daddy als Buße zu einem fürstlichen Souper ein. Unhöflich ist er auch noch. Europol ist für seine schlechten Manieren doch bekannt. Das müsstest du am besten wissen. Du bist ungefähr so witzig wie ein Sarg auf Rädern. Warum musst du da ein Gift in der Gegend rumspritzen? Ich denke, Einigkeit macht stark. Du hast ja recht. Heute Abend gibt es nur ein Ziel. Papa, respektive den Herrn Chefkommissar, respektive Europol, bluten zu lassen, dass es den Rechnungshof nur so erbarmt. Das hast du wunderschön gesagt, Schwester. Und trotzdem werde ich mal nachsehen, was Väterchen macht. Rein. Das ist your play, what about the whisky? Ich habe keinen Whisky bestellt. In Zukunft haben Sie auch nichts mehr zu bestellen, Monsieur le Commissaire. Es war sehr zuvorkommend von Ihnen, sich aus freien Stücken nach Marrakesch zu bemühen. Meine Informationen besagten, Sie hätten sich inzwischen nach Kairo abgesetzt. Ach ja? Aber jetzt folgen Sie uns bitte. Wohin? Dorthin, wo man bei uns unauffällig alte Rechnungen zu begleichen pflegt. Ach, darf ich mein Domino mitnehmen? Aber gewiss, Monsieur le Commissaire. Was soll denn das schon wieder? Ach, ist das fantastisch. Das hätte ich dir und deinem preußischen Pflichtkomplex nie zugetraut. Was hättest du mir nicht zugetraut? Dass du so rumgammelst und dem lieben Gott und Papa zwei gute Männer sein lässt. Der liebe Gott heißt ja Allah. Eines Tages wird man ihre Überreste in der Wüste finden und dann wird man sagen, ach ja, das war doch dieser tollkühne Europol-Kommissar. Warum musste er sich auch mutterseelenallein so tief in die Wüste wagen? Adieu, Monsieur le Commissaire. Wie oft haben wir in unserer Laufbahn schon strikte Anordnungen von Sir und Europol missachtet? Für ein paar Disziplinarverfahren wird's reichen. Du denkst an den Mikropunkt? Mhm. Hm. So. Die Regeln des Dominospiels. Du, warte mal. Marokko ist ein gefährliches Pflaster für mich. Sollte ich mich einmal länger als 24 Stunden nicht melden, ist das der Ernstfall. Ein Tipp für die Suche nach mir. Leute, die man unauffällig verunglücken lassen will, verschleppt man hier gern mit Kamelen in die Wüste. Gezeichnet Chefkommissar Sylvain alias Papa.
Satellite. Wir müssen landen. Papa. Weißt du, schön, dass du rübergekommen bist. Ich hoffe, ich fühle dich jetzt schon etwas besser. Hm? Oh ja. Weißt du, die Nachtschwester spielt manchmal mit mir Domino. Du erinnerst dich eigentlich noch an unseren ersten gemeinsamen Fall? Meine Güte, wie viele Jahre das jetzt schon her ist. Oder sollten wir gar nicht davon reden? Deine Meisterschülerinnen hören mit. Meine Damen! Kommen Sie mal flugs rüber. Was war denn nun wirklich reell an der Räuberpistole? Ben Akafis Mordversuch an Chefkommissar Sylvain. Übrigens, Ben Akafi sitzt bereits in Untersuchungshaft. Und alles andere? Ein geheimes Test- und Trainingsprogramm von Europol. Von Zeit zu Zeit machen wir das mit unseren besonders begabten Nachwuchsagenten. Und? Wie haben wir abgeschnitten? Na, ich habe eben das Fernscheiben nach Brüssel durchgegeben. Gehen wir den Pistole. Flugs. Ja, Mut, Umsicht, Einfühlungsvermögen, elastisch auf wechselnde Situationen reagieren. Verantwortungsfreude, Bereitschaft, notfalls gegen sinnlose Befehle zu handeln. Du? Der meint uns. Beide sind ab sofort für Sondereinsätze mit höchsten Gefahren und Schwierigkeitsgrad verwendbar. Eine Einschränkung zum positiven Gesamturteil. Bei beiden Testpersonen ist der Familiensinn nicht voll befriedigend entwickelt. Mein Papa. Dann wollen wir flugs einmal etwas dafür tun. Hm? Wie war es, Herr Chefkommissar?